Ja Leute, heute wechseln wir die Achsmanschette an der Vorderachse bei einem Audi A4, also einem Fronttriebler. Und dafür verwenden wir eine Universal-Achsmanschette mit einem Einbausatz, wo ihr nicht die Antriebswelle komplett ausbauen müsst. Was ihr jedoch machen müsst, ist natürlich die Antriebswelle vorne vom Achsschenkel zu lösen. Und wie das geht, sehen wir jetzt im Folgenden. Und dafür heben wir zuallererst mal das Fahrzeug vorne auf. Wichtig hier wie immer, Gang einlegen, Handbremse anziehen und los geht's. Zuerst nehmen wir dann natürlich das Rad vorne runter. Als nächstes lösen wir die Mutter oder Schraube für die Antriebswelle. Falls ihr es jetzt nicht hinbekommt, die Mutter oder Schraube, je nachdem was ihr habt, zu lösen, nur wenn der Gang eingelegt ist, dann braucht ihr noch eine zweite Person, die dann einmal kurz auf die Bremse tritt. Hierfür dann die Bremsscheibe mit zwei Radbolzen fixieren, dass sie auf der Narbe nicht durchrutscht, weil sonst wird das Ganze nichts nutzen. Und dann könnt ihr die Schraube auch so aufschrauben. Als nächstes müsst ihr, um die Antriebswelle herausbringen zu können, entweder, wenn ihr einen normalen Querlenker habt, der hier unten verbaut ist, nicht wie hier, den Achsschenkel hier oben lösen. Der hat meistens zwei Schrauben drinnen. Diese löst ihr, dann könnt ihr den so ein Stückchen nach runter klappen praktisch und könnt die Antriebswelle einfach so rausnehmen. Hier müssen wir es jetzt ein bisschen anders machen. Um diesen Achsschenkel jetzt hier runterklappen zu können, macht ihr hier oben einfach bei diesem Hilfsquerlenker die eine Bolzenschraube auf, die die ganzen Gelenke hier festhält. Das ist hier in dem Fall jetzt ein 16er Nuss. Jetzt könnt ihr diese mit der Mutter wieder ein bisschen draufschrauben, dass ihr das Gewinde nicht verletzt. Schon mal ein Stück nach hinten schlagen. Und dann mit einem etwas dünneren Schraubenzieher die Schraube nach hinten rausschlagen. So, die sind schon mal draußen. Jetzt geht ihr in die Öffnungen der Aufnahmestücke mit einem Schraubenzieher rein und macht diese praktisch ein bisschen auf. Man hat es gerade schon gesehen, dass die Gelenke rausrutschen. Jetzt sollte es eigentlich schon ausreichen, um die Welle herauszubekommen. Bevor ihr die neue Achsmanschette, egal welche Position, ob sie jetzt innenseitig oder außenseitig kaputt ist, ihr könnt nach dem gleichen Prinzip verfahren, aber bevor ihr diese drauf baut, müsst ihr die alte natürlich runter machen. Die schneidet ihr am besten mit einem Seitenschneider runter. Und bevor ihr die Manschette komplett runter bekommt, müsst ihr natürlich auch noch hier hinten den Sicherungsring entfernen. Jetzt könnt ihr dann die Manschette komplett entnehmen. Jetzt kommt die neue universale Achsmanschette ins Spiel. Diese müsst ihr, bevor ihr sie mit so einem Kegel hier einbaut, erstmal ein bisschen warm kneten. Also ruhig mal 5 Minuten das Ding ein bisschen durchkneten. Nachdem ihr sie 5 Minuten ungefähr warm geknetet habt, krempelt ihr diese als erstes mal auf die andere Seite um. Wenn
Wenn ihr diese jetzt umgekrempelt habt, müsst ihr euch bewusst sein, wie die Manschette draufkommt. Also, sie ist ja jetzt verkehrt herum. Wir müssen sie auch dann so herum auf diesen Kegel stecken. Und ihr müsst euch dann denken, wie herum die Manschette draufkommt. Würde sie jetzt am Einbauort hinten, also innenseitig sein, müsstet ihr diese so herum draufschieben, weil, wenn ihr sie dann praktisch so über die Manschette schiebt, wird sie wieder umgekrempelt, zack, und ist dann einmal spiegelverkehrt. Also, wir schieben sie jetzt so herum drauf. Und bevor wir das tun, brauchen wir noch ein bisschen Gleitmittel. Dafür verwenden wir einfach Spüliwasser. Ganz normales Wasser, angemischt mit gut Spüli. Das macht ihr auf den Kegel drauf. Und gebt es auch hier auf diese Seite der Achsmanschette ein bisschen was drauf. Jetzt schiebt ihr die Manschette auf euren Kegel drauf. Und wenn die Manschette dann ungefähr so auf dem Kegel drauf sitzt, geht ihr jetzt über euer Kugelgelenk drüber. Und schiebt die Manschette jetzt, schiebt und zieht die Manschette Stück für Stück jetzt auf die Antriebswelle drauf. Ja Leute, jetzt ist drauf gerutscht. Leider konnten wir euch das visuell nicht festhalten, weil ihr da einfach zwei Männer dafür braucht. Und eine gute Tube Gleitcreme. Also schmiert den ganzen Scheiß richtig gut ein, weil sonst bringt ihr einfach diese kleine Hülse nicht über diesen großen Kegel drüber. Ist einfach so. Jetzt geht's weiter und jetzt müssen wir uns erstmal wieder ein bisschen einkriegen. Also wenn ihr die Manschette jetzt hier rüber gezogen habt, dann ist sie ja hier hinten praktisch festgemacht. Da lasst ihr sie dann auch so da, auf diesen Noppen, wo sie fest ist. Und vorne zieht ihr sie jetzt über das Kugelgelenk drüber. So, hier ist es jetzt schon der Fall, dass wirklich die erste Position, das heißt die größte Position, der Manschette passt. Sollte diese nicht passen und sie schlabbert hier drüber, dann zieht ihr die ganze Manschette so weit weiter drüber, bis ihr dann praktisch auf dem nächsten möglichen Punkt seid. Die würde dann hier überstehen, dann schneidet ihr hier mit dem Cuttermesser das Ganze ab und macht sie dann praktisch hier fest. Hier, wie gesagt, reicht sogar der allererste Punkt. Und jetzt macht ihr nur noch die Schelle drauf, vorne wie auch hinten. Und dann können wir schon wieder mit dem Zusammenbauen beginnen. Also hier jetzt nochmal zur Veranschaulichung mit einer kaputtgegangenen Manschette. Wenn ich das Ding jetzt reinziehe und es passt jetzt nicht zum Beispiel auf der ersten Linie. Das heißt, es würde jetzt so, das Weiße wäre jetzt euer Kugelgelenk und es würde so abstehen. Aber es würde auf der Ebene passen. Dann würdet ihr jetzt hierher gehen. Die Manschette dann hier abschneiden mit dem Cuttermesser, einmal rundherum, damit das Überstehende weg ist. Und ihr macht es dann mit dem mitgelieferten Sicherungsring auf der Ebene fest. Das geht runter von wirklich ganz groß, zweite Stufe, dritte Stufe bis zur vierten Stufe. Das wäre dann wirklich richtig, richtig klein. Hier hinten habt ihr auch zwei Möglichkeiten, einmal das ganz kleine und einmal das etwas größere. Wobei das ganz Kleine eigentlich meistens immer passend ist. Bevor ihr jetzt die Sicherungsmanschetten einbaut, kommt natürlich noch wieder spezielles Fett mit rein. Das ist ganz wichtig, damit euer Gelenk nicht heiß läuft. Das Fett ist eigentlich immer bei den Manschetten mit dabei. Also das heißt hier nochmal die Schose runterziehen und in die Manschette ordentlich Fett reingeben. Wenn ihr die Manschette jetzt schön auf euer Kugelgelenk gelegt habt, dann kommt schon mal der Ring drüber. Seid vorsichtig, dass euch da nichts wieder runterrutscht oder verrutscht. Da ist ja so eine Nut dabei praktisch.
Er legt das Ganze schon mal drauf und dann müsst ihr das Ganze vorfügen, indem ihr das dann hier einhakt, dass es einigermaßen mit Spannung schon ist. Da schaut es, dass ihr wirklich ins möglichst letzte Loch hereinkommt, welches möglich ist. Und dann beißen wir das jetzt hier mit einer Beißzange zu. Und das gleiche macht ihr auch natürlich bei der hinteren Aufnahme auch noch. Passt da nur auf, dass ihr, wenn ihr diese festklipst, mit einer Beißzange natürlich nicht abzwickt. Jetzt geht es eigentlich nur noch wieder um den Zusammenbau der Achse. Als erstes steckt ihr mal die Antriebswelle wieder Richtung Radnabe. Und lasst die dann von vorne gleich mit der Schraube einmal anbeißen, dass die euch dann nicht wieder abhaut. Richtig festziehen tun wir sie erst später. Und dann können wir oben auch schon wieder Richtung Traggelenke gehen. Diese müsst ihr dann mit ein bisschen Nackeln wieder reinhauen. Dann steckt ihr gleich die Sicherungsschraube schon wieder rein. Und jetzt nur noch die Mutter von hinten wieder drauf und festziehen. Nachdem ihr jetzt alles soweit wieder zusammengebaut habt, dreht ihr die Schraube für die Antriebswelle so weit rein, bis ihr per Hand nicht mehr weiterschrauben könnt. Und macht jetzt den Reifen erstmal drauf. Jetzt lasst ihr den Wagen schon mal wieder ein bisschen runter, dass er auf dem Rad aufliegt. Und somit habt ihr jetzt auch die Antriebswelle blockiert. Und ihr könnt jetzt mit der vorgeschriebenen Newtonmeterzahl euren Schraube für die Antriebswelle festziehen. Ja, Leute. Also so eine Universal-Antriebswellenmanschette ist in einer gewissen Art und Weise eigentlich was Feines, weil ihr euch viel Arbeit spart in Sachen Ausbau der Antriebswelle und so weiter. Kann nämlich auch sein, wenn ihr die Antriebswelle aus eurem Getriebe rauszieht, dass dann Öl rausläuft, dann müsst ihr das Getriebeöl wieder anpassen. Also es hat eigentlich viele Vorteile und keine nennenswerten Nachteile. Es ist ein bisschen eine Arbeit, die mit so einem Kegel drauf zu ziehen. Noch easier wäre es natürlich mit so einer Druckluftpistole, die gibt es auch. Also das ist dann so ein Druckluftspreizer, ist aber eigentlich für den einmaligen Gebrauch völlig überzogen vom Preis her. Ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch, einen Kommentar von euch und lasst ein kostenloses Abo für euch da, damit ihr auf dem Laufenden bleibt. Bis zum nächsten Mal, Servus und Ciao.